Sollen wir mal reinschauen? Ich heiße Fridolin Meindl. Nächste Frage, bitte. Ich bin am 26. Februar 1982 in Wien geboren, als Fisch, 29 Jahre alt. Nächste Frage, bitte. Essen. Ja, essen. Viel essen. Gut essen. Essen gut. Lieblingsessen? Essen? Meckes. Essen. Es reimt sich mir das Essen auf der Zunge, vom Braten aus dem Rücken und der Lunge. Es kommt zu mir in großer, großer Freude. Ich stehe hier vor einem Fressgebäude. Ha? Meine Lieblingsfarbe? Blau. Hat das jetzt was Philosophisches? Sollte es mich jetzt auch tiefenpsychologisch? Grün. Lieblingsfarbe. Das ist das Glitterweiß. Wenn du in Nordkreppen aufschaust, das strahlt dich an und du denkst dir, das ist aber gar kein Weiß, das ist ja auch grau. Aber es ist ja blau. Ich sag immer, wenn die Auster nicht lang währt, wird das nächste Stück begehrt. Also ich habe in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater Schauspiel studiert und davor Abi gemacht, beziehungsweise Matura in Wien. Und Cello spiele ich, seit ich 6 Jahre alt bin. Nächste Frage, bitte. Kladinger Ruprecht, Reit im Winkel, Tirol. Der Name Ernst Theodor Dies riecht gut. Dies riecht gut. Tier. Also ich bin schon lange ein Fan von Schweinen. Ich finde Schweine super. Die sind irgendwie süß, hässlich und intelligent. Das ist eine coole Kombi. Lieblingstier. Das ist eine schwere Frage. Ist der Gamsbock. Der Gamsbock ist sehr ehrliches Tier, wenn du es dann vergleichst mit der profanen Kuh. Ist der Gamsbock. Ganz klar. Kunst und Kultur sind eine wichtige Farbgebung in unserer grauen Welt. Sehr, sehr wichtig. Kunst und Kultur? Ja, ist gut. Was wären wir Österreicher ohne Kunst und Kultur? Noch genügend, aber nicht genug. Kunst und Kultur? Ja. Hä? Sport. Wichtig. Aktivität in einer sehr passiven Welt, physisch gesehen. Finde ich gut. Macht Spaß. Fitnesscenter. McFit. Täglich. Golfen durch. Sehr viel. Sehr gut. Fast schon Single-Handicap. Fast.